So, ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar aus der Reihe Einfach zum Businesshelden werden. Heute mit dem Thema Microsoft Copilot Integration in Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management. Mein Name ist Michael Rissmann und ich möchte Ihnen jetzt in der nächsten halben Stunde mal so ein paar Eindrücke geben, wie Sie zukünftig auch Copilot in Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management im täglichen Arbeiten unterstützen kann. Schauen wir vielleicht kurz drauf, was wir heute vorhaben. Wir würden eine ganz kurze Hinleitung machen. Ich würde Ihnen dann einen Überblick, eine Auswahl von Möglichkeiten, die Ihnen heute schon zur Verfügung stehen, um durch künstliche Intelligenz in Finance und Supply Chain Management unterstützt zu werden, geben. Dann schauen wir uns das Ganze auch mal live an mit einer ganz kurzen Demo, vielleicht drei Use Cases, die wir uns gemeinsam mal angucken. Und ich möchte Ihnen noch einen Ausblick geben, welche Neuerungen kommen denn jetzt in dem neuen Update in der Wave 2 2024 im Bereich der Copilots. Schauen wir uns vielleicht mal grundsätzlich so ein bisschen an. Man kann, glaube ich, sagen, die Welt verändert sich gerade. Das heißt, ich glaube, Sie erleben es, wenn wir ein bisschen die Diskussionen aus der IT-Welt verfolgen. Im Moment ist künstliche Intelligenz und die Einbindung von künstlicher Intelligenz in die Geschäftsprozesse ein ganz großes Thema. Wenn wir uns das mal aus dem Blick von Microsoft heraus anschauen, dann kann man sagen, Copilot ist im Moment das sogenannte führende Thema bei Microsoft. Das heißt, wir sind in einem AI-Zeitalter. Microsoft bindet im Moment nahezu in die gesamte Produktpalette, künstliche Intelligenz zur Unterstützung der Anwender und ihrer Geschäftsprozesse ein. Das beginnt bei den Office-Produkten, das heißt, Sie haben vielleicht in Teams schon mal die Zusammenfassung gesehen oder auch in Outlook die Möglichkeiten entdeckt, wie automatische Antworten Ihnen auf E-Mails vorgeschlagen werden oder Sie E-Mails verfassen können, aber auch in allen anderen Produkten, die Sie hier sehen, das heißt zum Beispiel in der Power-Plattform, wo Sie mit einem Prompt auch zum Beispiel eine Power-App automatisch durch einen Copilot generieren lassen können. Fokussieren wir uns nun aber auf unser heutiges Thema, die Business-Applikationen. Das heißt, Microsoft Copilot ist auch sehr eng in die Dynamics 365-Plattform integriert. Wenn wir uns das mal anschauen, ein bisschen näher, dann sehen wir, dass die Grundlage für die künstliche Intelligenz immer Microsoft 365 plus Dynamics 365, das heißt einmal hier Betriebssysteme und auch Office-Produkte, dann die Geschäftsanwendungen. Diese werden aber auch unterstützt durch die Microsoft Power Plattform wie Power Apps, Power BI, Power Automate und ergänzt auch durch den Microsoft App Source. Das heißt, das ist wie ein App Store, den Sie von Ihrem Handy vielleicht kennen, aus dem Sie sich kleine Add-ons beziehen können für Ihre Dynamics-Produkte. Wenn wir mal den Fokus auf Dynamics 365 legen, dann sehen wir, dass hier der Copilot bereits in allen Produkten der Dynamics 365 Supply Chain Plattform integriert sind. Das heißt, einmal in der Finance-Plattform für die Unterstützung der kaufmännischen Geschäftsprozesse, aber auch im Produkt Supply Chain Management. Das heißt, auch hier werden Sie im Bereich zum Beispiel Einkauf, Verkauf, Lager, Produktion oder auch Warehouse Management durch Copilot-Funktionen im System unterstützt. Auch im Bereich Commerce, das heißt die Retail-Funktionalitäten für den Einzelhandel beispielsweise mit Kassenabbildung, mit aber auch Webshop-Integrationen, erfahren hier eine deutliche Unterstützung durch Copilot-Funktionalitäten. Und auch in den kompletten Human Resources, also in den Personalverwaltungsprozessen, sind Unterstützungen integriert. Und last but not least im Produkt Project Operations, um beispielsweise durch den Copilot, durch eine Analyse des Kalenders aus Ihrem Outlook eine automatische Zeiterfassung in Projekte buchen zu können. Wir müssen hierbei unterscheiden zwischen drei verschiedenen Produkttypen.
Ich habe exemplarisch hier mal den Copilot for Finance aufgelistet. Das heißt, es gibt bestimmte Copilots, die als eigenständiges Add-on in der Plattform zur Verfügung stehen. Wir werden uns den Copilot for Finance auch gleich noch in der Live-Demo ansehen. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Add-on, was sich in Microsoft Excel und auch Outlook integriert, um direkt aus diesen Applikationen heraus mit den Geschäftsdaten aus Ihrem ERP-System mit den Kunden zusammenarbeiten zu können. Wir haben darüber hinaus die Copilots, die direkt in Dynamics 365 Produkte integriert sind. Das heißt, wir werden gleich in der Live-Demo auch die Sidecard mal sehen, aber auch die Zusammenfassungen, die Ihnen beispielsweise in den Stammdaten oder auch operativen Prozessen wie Aufträgen oder Bestellungen zur Verfügung stehen. Wenn die Funktionalitäten, die Sie im Standard bereits vorfinden, noch nicht ausreichen, haben wir die Möglichkeit, auch sogenannte Custom Prompts oder auch Agents mit dem Copilot Studio zu ergänzen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, eine Individualisierung der künstlichen Intelligenzunterstützung in die Produkte einzubringen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel auch bestimmte Custom Prompts hinterlegen, dass das System zum Beispiel auch einen spezifischen Prozess, der bei Ihnen im System nach Ihren Wünschen in Finance and Supply Chain Management eingerichtet ist, unterstützt. Das könnte zum Beispiel die individuelle Anlage eines neuen Kunden mit vielleicht auch individuellen Feldern, die Sie im System ergänzt haben, darstellen. Die datentechnische Grundlage dafür bietet in der Regel das Microsoft Dataverse. Das ist ja die produktunabhängige Datenbank, welche mittlerweile unter fast allen Dynamics-Produkten unterliegt. Das heißt, wir haben eine einheitliche Datenbank, aber auch Microsoft Fabric. Das heißt, das Universalwerkzeug mittlerweile für Datenverwaltung und insbesondere auch Datenanalyse. Das heißt, hier können Sie auch verschiedenste externe Kanäle in die Microsoft Copilots mit einbringen, um auf Metadaten wie zum Beispiel Wetterdaten, Konjunkturdaten zugreifen zu können. Das heißt, Sie können Ihr gesamtes Unternehmen verbinden, angefangen von der Plattform mit Microsoft Graph, mit Dynamics 365, über die Business-Applikationen, über die Power Plattform, über Microsoft AppSource und das kombiniert mit der Datengrundlage von Microsoft Dataverse und Microsoft Fabric. Das heißt, es unterstützt Ihr gesamtes Portfolio, welches Sie im Einsatz haben für die Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse und wir können darüber dann die End-to-End-Prozesse auch deutlich vereinfachen und rationalisieren. Schauen wir uns mal an, in welchen Prozessen denn heute schon eine Unterstützung in Form von Copilots in Microsoft Finance and Supply Chain Management vorhanden ist. Das heißt, wir haben begonnen bei den Personalprozessen, from hire to retire über acquire to retire. Wir haben aber auch Supply Chain Prozesse wie Plan to Produce, also von der Absatzplanung bis zur Fertigmeldung in der Produktion, bei Project to Profit, wie gerade schon angesprochen, mit dem Beispiel zum Beispiel auch einen automatisierten Vorschlag für eine Projektzeiterfassung durch den Copilot generieren zu lassen. Aber auch Forecast to Plan, das heißt von der Finanzplanung bis Record to Report, das heißt über die Auswertung der gebuchten Prozesse in den kaufmännischen Prozessen stehen hier Unterstützungswerkzeuge durch die Copilots bereit. Aber auch in den SCM-Prozessen, Inventory to Deliver, das heißt von tatsächlich dem Warenbestand über das Warehouse-Management bis zur Auslieferung und auch im Bereich Procure to Pay, das heißt die ganzen Beschaffungsprozesse werden durch die Copilots unterstützt, das werden wir auch gleich noch live sehen. Und natürlich einer unserer wichtigsten Prozesse, der Order-to-Cash-Prozess. Das heißt, dort, wo die Kunden den Kontakt mit ihnen haben, ihre Produkte und Services beziehen und diese dann auch am Ende bezahlen. Schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten heute in Finance und Supply Chain Management schon zur Verfügung stehen. Es ist mittlerweile nur ein Auszug. Ich habe Ihnen mal einige Funktionalitäten mitgebracht. Das ist noch nicht die vollständige Liste. Das würde den Rahmen des heutigen Webinars deutlich sprengen. Zunächst mal sehen Sie hier, wir haben die Möglichkeit über die sogenannte Microsoft Copilot Sidecar
Das ist die Seitenleiste des Copilots, die Ihnen an jeder Stelle des Systems zur Verfügung steht, zum Beispiel mit dem System interaktiv zu kommunizieren. Sie können zukünftig über die Sidecar das System bitten, Ihnen eine bestimmte Maske aufzurufen. Sie können aber auch zukünftig, das wird tatsächlich in der EU noch kommen, Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist denn mein Kunde mit dem höchsten Umsatz in Deutschland? Oder auch, wenn Sie in einem Auftrag stehen und ein Artikel kann nicht geliefert werden, schlage mir einen alternativen Artikel vor, der Lagerbestand hat. Das sind so Interaktionen, die zukünftig dann mit der Microsoft Copilot Sidecar möglich sind. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem Copilot, mit dem Microsoft Finance Copilot, der jetzt, so wie ich es vorhin schon angekündigt hatte, in dem Outlook integriert ist, auch mit Daten des ERP-Systems direkt aus dem Outlook heraus zu interagieren. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine E-Mail von einem Kunden bekommen, der sich bezieht in seiner E-Mail auf eine Rechnung und dort vielleicht im Idealfall sogar noch eine Rechnungsnummer hinterlegt hat, dann zeigt Ihnen automatisch der Microsoft Finance Copilot in der E-Mail bereits den zugehörigen Kundendatensatz an, um wen es sich handelt, erkannt über die E-Mail-Adresse des eingehenden Kontakts, aber auch viele Geschäftsvorfälle des Kunden, wie zum Beispiel offene Posten. Und Sie können dann direkt aus dieser Seitenleiste im Outlook heraus mit dem System Aktionen durchführen. Wenn der Kunde zum Beispiel um einen Zahlungsaufschub bittet, dann können Sie das direkt aus dem Outlook heraus hinterlegen und es wird zurücksynchronisiert in Dynamics 365 Finance. Wir haben darüber hinaus aber auch im Supply Chain Management deutliche Unterstützungswerkzeuge. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Screenshot des neuen Demand Plannings. Das heißt, die Planung für die Absatzplanung. Hier wird auf Basis von statistischen Modellen und auch KI-gestützten Prognosemodellen eine Fortschreibung von Absatzzahlen, beispielsweise auf historischen Werten mit Einbeziehung von Konjunkturdaten in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel in einem bestimmten Absatzgebiet in Europa zum Beispiel, berechnet und Ihnen als Vorschlag hier auch visuell sehr schön dargestellt. Sie haben dann die Möglichkeit auch, dass alle Planer zusammen an diesen Zahlen arbeiten, sodass am Schluss wirklich ein committeder Absatzplan in das System zurückgeschrieben wird, der dann wieder in den Planungen, zum Beispiel den Bedarfsplanungen aus dem Planning Optimization Service berücksichtigt werden kann. Wir haben hier nochmal den Microsoft Finance Copilot jetzt integriert in Excel. Das heißt, hier steht Ihnen auch ein Werkzeug zur Verfügung, was Ihnen bei Abstimmarbeiten hilft und Anomalien in bestimmten Zahlen herausfindet, Ihnen diese markiert und Vorschläge zur Korrektur macht. Das heißt, auch hier eine deutliche Unterstützung für die kaufmännischen Prozesse, um bestimmte Konten abstimmen zu können. Wir haben hier zum Beispiel nochmal ein Dashboard für den Einkauf. Was ist unangenehm, wenn uns ein Lieferant beispielsweise meldet, dass sich ein Liefertermin verzögert? Dann muss man natürlich auch überlegen, welche Folgeprozesse sind davon betroffen? Was muss ich jetzt tun? Muss ich Produktionen beispielsweise verschieben, weil Rohmaterial nicht rechtzeitig geliefert werden kann? Und genau dabei unterstützt dieses Dashboard. Das heißt, Sie sehen hier schon mal die sogenannte Auswirkungsanalyse. Die werden wir auch gleich im System nochmal live sehen und können dann zukünftig hier auch über die Copilot Sidecar Fragen stellen, wie zum Beispiel habe ich einen alternativen Lieferanten, der in Time liefern könnte, um die Bestellung vielleicht bei einem alternativen Lieferanten parallel platzieren zu können. Schauen wir uns das Ganze mal live an. Das heißt, wenn wir jetzt mal in das System rüberspringen, dann möchte ich Ihnen jetzt drei Möglichkeiten zeigen, wie Sie das System heute mit Copilot schon unterstützen kann. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel die Stammdaten der Artikel und auch hier sehen Sie eine Summary by Copilot. Das heißt, das System gibt Ihnen für diesen Artikel schon mal eine Zusammenfassung. Sie sehen hier zum Beispiel, dass dieser Artikel einen Lagerbestand in allen Lägern von 1170 Einheiten gerade darstellt. Wir haben die Möglichkeit, hier auch über Preise informiert zu werden. Das heißt, hier oben sehen Sie jetzt Purchase Information. Das heißt, eher so ein bisschen mit der Zielgruppe der
Einkäufe oder Beschaffungsprozesse. Und Sie sehen auch hier zum Beispiel, was ist denn der Standardverkaufspreis pro Stück? Das heißt, hier schon mal eine kleine Unterstützung, die Sie im Alltag vielleicht einfacher arbeiten lässt. Das heißt, Sie müssen die Dinge nicht nachschauen, sondern der Copilot macht das für Sie und gibt Ihnen hier schon mal einen ersten Überblick. Nutzen Sie auch gerne diese Daumen nach oben und nach unten. Diese werden tatsächlich in der Feedback-Schleife bei Microsoft berücksichtigt. Das heißt, die Qualität der Daten wird hier auch ausgewertet. Das Gleiche sehen wir jetzt auch zum Beispiel in den Aufträgen. Das heißt, hier im Auftragskopf sehen wir, der Auftrag umfasst insgesamt vier Positionen. Alle vier Positionen sind noch nicht vollständig geliefert und der Auftrag ist derzeit offen. Aber er gibt Ihnen auch praktische Hinweise, wie hier zum Beispiel, es gibt insgesamt vier Bestellpositionen, bei denen das bestätigte Versanddatum fehlt, was natürlich, wenn wir in der Interaktion mit Kunden sind, auch nochmal ein wichtiges Kriterium für die Prozesssicherheit und auch ein Kundennutzen ist, dass Sie hier wirklich schauen, was muss ich denn noch tun, dass der Prozess sauber durchläuft. Wir sehen hier jetzt das Dashboard, was ich Ihnen vorhin schon angekündigt habe. Das heißt, wenn uns jetzt ein Lieferant ein verzögertes Lieferdatum einer Bestellung übermittelt, das heißt, wir sehen hier zum Beispiel, hat sich jetzt das Datum geändert, dann können wir hier oben drei Bereiche auswerten über die KI. Das heißt, zum einen mal, wo haben wir niedrige Auswirkungen? Das heißt, das wären zum Beispiel Folgeprozesse, wo das verzögerte Lieferdatum zwar eine Auswirkung hat, aber diese nicht auf weitere Prozesse sich auswirkt. Wir haben eine Änderung mit hoher Auswirkung. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen beispielsweise, dann sehen wir hier in dieser Bestellung 16 ist der Artikel M0004. Dieser hat jetzt Auswirkungen auf diese Aufträge. Und das können wir uns auch nochmal aus einer anderen Sicht anschauen. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf die nachgelagerten Aufträge gehen, dann sehen wir hier, diese Bestellung wirkt sich aus auf folgende Kanban- oder auch Bedarfsplanungs- bzw. Produktionsaufträge, an denen jetzt was vorgenommen werden muss durch die verspätete Lieferung beispielsweise der Rohmaterialien. Wenn wir jetzt einmal switchen in unseren Outlook, Sie erinnern sich, ich habe gerade über den Copilot Finance ein bisschen was erzählt. Das heißt, wir haben hier von einem Kunden eine E-Mail bekommen und sehen jetzt hier, der Kunde hat eine Rückfrage zu einem Auftrag der Rechnung mit dieser Rechnungsnummer. Und wir können jetzt hergehen, hier oben den Copilot for Finance in dieser E-Mail als Seitenleiste mit aufrufen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal machen, dann lädt der Copilot anhand der Daten, welche in dieser E-Mail übermittelt wurden, uns Stammdaten und auch Transaktionsdaten aus dem ERP-System. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist, dass der Kunde erkannt hat anhand des Absenders, es handelt sich um eine Rückfrage eines Mitarbeiters der Bergmann GmbH. Und wir sehen auch hier, ist denn der Kontakt, der jetzt die E-Mail geschrieben hat, bereits im Finance and Supply Chain Management als Kontakt am Debitor hinterlegt? Ja, das ist er. Wir sehen hier aber, es gibt vielleicht noch andere E-Mails von jemand anderem aus dem Unternehmen, der noch nicht als Kontakt hinterlegt ist. Und wir könnten jetzt von hier aus direkt per Ad diesen Kontakt aus dem Outlook heraus an dem Kunden unserer Bergmann GmbH hinterlegen. Wenn wir jetzt hier mal draufgehen auf die Kundenstammdaten, dann sehen wir jetzt hier auch so ein paar Kundendetails, das heißt die Adresse, Anschrift, aus welcher Branche kommt er. Und wir sehen hier zum Beispiel auch offene Rechnungen, das heißt offene Posten. Und hier hat der Copilot jetzt schon genau diese Rechnung, auf die sich der Kunde bezieht, mit dieser Rechnungsnummer erkannt. Und wir könnten jetzt auch hergehen und könnten aus der E-Mail heraus direkt ein Update auf diesen offenen Posten im Rahmen des Kredit- und Inkassomoduls hinterlegen. Das heißt, wir haben vielleicht von dem Kunden eine Zusage, dass bezahlt werden soll bis zum 30.10. und können das direkt aus dem Outlook heraus jetzt an dem offenen Posten hinterlegen. Und das sehen wir jetzt auch direkt in den Debitor-Stammdaten wieder, wenn wir jetzt hier mal reingehen auf unsere Bergmann GmbH und hier den Inkassi Überblick mal aufrufen.
Dann sehen wir jetzt hier unsere Rechnung. Ich mache es mal ein bisschen breiter, dass man die Rechnungsnummer auch sieht. Das war ja die Rechnung, auf die sich der Kunde in der E-Mail bezogen hat. Und hier würden wir jetzt auch in der Inkasso-Historie sehen, dass wir eine Zahlungszusage erhalten haben und diese bis zum 30.10. erfolgen soll. Das heißt, auch hier können jetzt Folgeprozesse direkt über den Microsoft Copilot for Finance aus dem Outlook, aus einer E-Mail heraus angestoßen werden, ohne dass jetzt jemand hergehen muss, vielleicht auf dem linken Bildschirm die E-Mail hat, rechts das ERP-System, sich den Kunden sucht, sich den OP sucht. Das ist natürlich eine deutliche Unterstützung und Vereinfachung der Prozesse im Arbeitsalltag. Gut, das waren mal drei Beispiele mit den Summary Pages, die Sie jetzt gesehen haben, um einfach schon mal einen Überblick zu bekommen über Stammdaten, aber auch Bewegungsdaten aus den Aufträgen beispielsweise. Was muss ich tun, dass der Auftrag auch sauber abgeschlossen werden kann? Hier das Dashboard für die Auswirkungen der Einkaufsprozesse. Und last but not least haben wir uns jetzt angeschaut, den Copilot for Finance direkt integriert als Add-on in Microsoft Outlook. Wenn wir jetzt zurückkommen auf unsere Folien, möchte ich Ihnen noch einen kleinen Ausblick geben. Was kommt denn an Neuerungen, an Verbesserungen im Bereich Microsoft Copilot in der aktuell auszurollenden Wave 2? Das heißt, wir sind ja gerade in dem Zeitraum für die Updates Wave 2 2024. Hier wird es jetzt eine Neuerung geben, dass Sie hier in dieser Sidecar auch Kunden individuelle Dokumente einhängen können, auf die dann diese Sidecar Antworten gibt. Was heißt das jetzt? Wenn Sie zum Beispiel eine Prozessdokumentation über Ihre individuell im System hinterlegten Prozesse in Word oder PDF-Form haben und diese hier als Datenquelle, als Grundlage für die Antworten mit hinterlegen möchten, dann können Sie diese über das Copilot Studio jetzt in den Copilot in die Sidecar mit einbinden. Das heißt, das System würde dann die damit verbundenen Dokumente durchsuchen und entsprechende Antworten geben. Das ist natürlich ein sehr schönes Verfahren, weil die Dokumente sehr einfach generiert werden können und dann als Datenquelle zur Verfügung stehen für Ihre ganz individuelle Prozessabbildung oder auch Ihre Fragestellungen, die Sie Ihren Mitarbeitern über den Copilot beantworten wollen. Die zweite Möglichkeit, die wir hier sehen, ist in dem Bereich der Planung, das heißt im Demand Planning, wo wir vorhin auch schon waren, gibt es zukünftig durch Copilot vorgefertigte sogenannte Prompts und Fragestellungen. Das heißt, das System generiert Ihnen automatisch schon mal Fragen, die vielleicht relevant sind aufgrund der Planungsergebnisse. Das heißt, was haben wir denn für Trends oder auch Anomalien in den Daten? Und mit einem Knopfdruck können Sie dann sowohl visuell ausgewertet als auch über textuelle Rückmeldungen diese Antworten aus den Planungsergebnissen bekommen, ohne dass Sie sich groß selber Gedanken über die Prompts machen müssen, die Sie diesem Planungsergebnis stellen wollen. Zusätzlich wird es noch eine Möglichkeit geben, den Copilot mit sogenannten Folgefragen am Laufen halten. Das heißt, das ist eine Art natürliche Konversation, die Sie dann mit dem Copilot starten können. Wir haben hier die Möglichkeit, dass auf die Ergebnisse aus einer Vorfrage direkt Bezug genommen werden kann und auch über eine natürliche Sprache sogar mit dem System unterhalten werden kann. Hier muss man dazu sagen, diese Funktion ist zunächst in den USA aktiv. Wir werden hier aufgrund von ein paar regulatorischen Einschränkungen in der EU immer wieder mit etwas Zeitversatz in den Genuss dieser Funktionalitäten kommen. Aber ich bin sicher, dass diese auch den europäischen Boden demnächst erreichen wird. Ja, ich hoffe, ich konnte in den letzten guten 20 Minuten Ihr Interesse wecken. Das heißt, wie kann Copilot und künstliche Intelligenz jetzt schon eingebettet in Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management Sie heute im Alltag unterstützen? Vielen Dank für Ihre Teilnahme und ich hoffe, wir sehen uns in einem unserer nächsten Webinare wieder.